Weiter geht's bei Age of Wonders 4 und unserer Eiskönigin. Und wir befinden uns hier in Nerdistan und haben unsere Eiskönigin ausgesandt, um diese Wildschweinplage hier zu besiegen. So, ich habe mir die Karte nochmal angeguckt und ich finde eigentlich die Ecke, wo wir gestartet sind, gar nicht so schlecht. Wir werden auf jeden Fall uns einmal in diese Richtung hier ausbreiten und dann diese Felder hier holen. Hier gibt es nämlich einmal Weideflächen. Die müssen wir natürlich dann, da müssen wir die Leute hier entfernen, die Wildschweine oder was doch immer draufsteht. Dann haben wir hier die Plünderer, also diese NPC-Armee mit den Wildschweinchen, die soll weg. Da gibt es eine Mana-Quelle, die können wir anschließen. Hier vorne in der Provinz gibt es irgendwelche anderen roten Sachen. Das müssen wir mal gucken, nicht, dass die sich weiter ausbreiten. Und da gibt es eine Goldquelle. Das heißt, wir können uns durchaus gut hier in diesem Bereich ausbreiten. Und da sollten wir dann einige gute Boosts bei haben. Das finde ich eine ganz gute Sache. So, dann müssen wir auf jeden Fall schauen, wo wir mit unserem Speer hingehen. Und da gehen wir mal auf diese Karte. Und grundsätzlich gibt es hier auch schon wieder so einen roten Bereich. Ja, ich habe mir auch die Karten mal angeguckt, das zeige ich euch gleich. Hier vorne gibt es einen Gebirgszug und dann gibt es hier hinten nochmal irgendwas. So, dass die Frage ist, hier vorne gibt es nicht mehr allzu viel zu erkunden. Das ist im Prinzip eine Runde. Und wir sehen ja hier schon, dass es ein paar Mana-Knoten gibt und hier so ein paar Problemchen. Und ich würde hier wieder zurückstreben und sie abziehen und quasi in einem Bogen hier lang laufen lassen, um dann zu gucken, was sich hier hinten befindet. Wir müssen mal gucken, was wir dort machen können. Da kann man sich mit Sicherheit auch gut ausbreiten. Ich würde nämlich vermuten, neue Leute sind eher da. 1, 2, 3, keine Ahnung, 4 vielleicht da in der Mitte. Ich weiß nicht, ob da hinten einer ist. Das werden wir sehen und herausfinden. Und das ist so momentan dann der Plan. Zumindest jetzt für die nächste Zeit. So, Zeichenerklärung gibt es ja auch, ne, weil ihr euch ein paar Sachen an- und ausmachen wollt. So, gut. Das heißt, du gehst dann einmal hier lang. Genau. Ich denke, mit dir werden wir da oben lang gehen. So, was haben wir da? Uiuiuiui, ein Drachenbau. Wo sind die? Auf einem Eisenlager. Ja, das ist natürlich mächtig, ne? Wir haben einen Drachenbau mit einer... Watt? 940? Ey, der Witzka. Feuerweefern. Okay, das ist krass. Was gibt's hier? Das ist einfach nur irgendeine Plündererwache. Was sind das für Viecher? Ratten. Na gut. Okay, das ist dann einfach mal so. Gut, dann werden wir ihn vielleicht hier rumziehen und mal gucken, was sich hier weiter befindet. Und hier hatte ich mal geschaut, hier sieht man die ganzen Berge rausziehen. Hier vorne eventuell, aber auch da sieht aus, als wenn hier Berge sind. Da ist noch ein kleiner Wald. Das ist dann da im Prinzip auch schon wieder vorbei. Und dann geht es hier zu einem großen Berg. Deswegen würde ich gerne gucken, was sich da befindet. Und dann müssen wir wahrscheinlich aber hier links weiter, um diesen Bereich zu erkunden. Also das ist so die Richtung, in der wir da unten erkunden werden. Und jetzt gehen wir mit dir erstmal dorthin. Aber vorher gucken wir nochmal in die Stadt, wie es beim Pikinierbauern aussieht. Wir könnten das beschleunigen mit 78 Gold. Das wäre eine Möglichkeit. Ihr habt grundsätzlich immer die Möglichkeit, hier Gebäude und Einheiten, Rekrutierungen zu beschleunigen. Also wichtig ist, dass ihr Gold ausgibt, um die Einheit nicht zu rekrutieren, sondern um den Bau im Prinzip zu starten. Und die Rekrutierung bzw. der Bau wird dann durch die Werte, die ihr hier habt, übernommen. Und das könnt ihr allerdings auch wiederum boosten, indem ihr dort direkt Geld reinpackt. Also das ist möglich. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Das Geld brauchen wir im Moment in meinen Augen nicht. Und wir können das besser dann in einen Bogenschützen investieren. Und packen dich damit rein. Dann ist die Armee bei 305 Kampfstärke. Gut, diese Pikinierbauern, die sind wirklich, naja,
Sei es drum. Und dann denke ich mal, gehen wir einmal dort rein, bitte. Okay, gut. Ihr könnt die Kämpfe, das sind taktische Rundenkämpfe, die könnt ihr natürlich auch automatisiert ablaufen lassen. Ich würde in Zukunft eine Regel rausgeben und sagen, wenn das wirklich so ein sicherer Kampf ist wie hier, dann werden wir das automatisch machen lassen. Wenn das Ding nicht klar ist, dann machen wir es lieber manuell und gucken mal, dass wir selbst für die Schmach verantwortlich sind. Und ihr könnt hinterher den Kampf auch theoretisch nochmal wiederholen, wenn die KI versagt hat. Das ist übrigens eine Sache, die finde ich sehr, sehr gut. Okay, ja, gut. Dann gucken wir mal und gehen in den manuellen Kampf und lassen unsere Einheiten mal aufstellen. So, er kommt von links. Da sehe ich spontan diese Ecke hier. Aber da kommt nur eine. Nee, da kommen zwei Einheiten durch. Ah, das ist ja mega. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Ihr kommt bis da. Du dahinter. Du die Flanke decken und du in die Mitte. Sehr gut. Das passt sich gut. Gucken wir uns gleich an. Jetzt will ich euch aber erstmal den Gegner zeigen. Das sind Wildschweine. Und diese Wildschweine haben grundsätzlich oder grundsätzlich haben in den Taktikkämpfen die Wildschweine oder alle immer drei Bewegungspunkte. Je nachdem, wie gut die Einheit ist, kann sie sich dann eine gewisse Anzahl an Punkten bewegen. Ihr seht es hier. Bis hier wären es noch ein Punkt und da wären es dann zwei Punkte, die sie für die Bewegung aufbraucht an Aktionspunkten. Und dann bleibt von diesen Punkten ein Punkt übrig für zum Beispiel einen Angriff. Also grundsätzlich wandeln sich diese Aktionspunkte dann quasi in die Bewegung um und in den Angriff. Wenn ihr stehen bleibt, direkt neben einer Einheit, dann habt ihr den großen Vorteil, dass der Angriff stärker ist, weil ihr halt dreimal angreifen könnt. Er hat zum Beispiel jetzt einen pro Angriff und macht dort 18 Schaden. Das ist schon echt eine ganze Menge. Ja. Und ihr solltet auch bei solchen Sachen immer gucken, womit ihr die Einheit schwächen könnt, wie die drauf ist und so, um halt auch rauszufinden, ob ihr gewisse Dinge dagegen unternehmen könnt, ob ihr eventuell einen Zauber wirken könnt. Das seht ihr hier oben, ihr habt so Kampfzauberpunkte. Aktuell 30 und pro Runde kein Mana, aber 39 Mana insgesamt. Und darüber könnt ihr eventuell dann auch weiterkommen und den Gegner schwächen. Und ob das Sinn macht, da seht ihr hier unten in diesen Werten. Ja, das ist immer mal ein Blick wert, um herauszufinden, wie der Gegner drauf ist. Grundsätzlich hat er zwei Verteidigungspunkte. Er bekommt die aus seinem normalen Verteidigungsmodus, hat also keine Verteidigung per se drinne. Das bedeutet, er, wenn ihr angreift, reduziert er den Schaden, den ihr auf ihn ausübt, nicht, weil er kein Schild hat, er hat keine Rüstung oder so ein Krams. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir uns die andere Einheit angucken, dann hat die zum Beispiel eine Basisverteidigung. Das bedeutet, wir könnten durchaus zuerst ihn angreifen. Das werden wir dann sehen, wo die lang gehen. Er hat Feuerschaden und normalen Nahkampfschaden. Also ich glaube, es ist offensichtlich, dass die Einheit hier Feuerschaden hat, wohingegen er hier zum Beispiel direkt 18 Punkte hat. Das ist für mich jetzt erstmal der Punkt. Die kann sich zwar besser verteidigen, aber schlechter angreifen. Ich halte also ihn hier für gefährlicher als ihn in meinen Augen. Aber das werden wir gleich sehen. Und hier vorne seht ihr dann zum Beispiel auch, wo sie so ein paar Mali haben. In dem Fall hier gar keine. Aber bei zum Beispiel Widerstand gegen, ja, ich nenne es mal alles, was kein physischer Schaden ist, mit einer Axt, einem Messer oder irgendwie drauf kloppen oder stechen, sondern ja, alles, was irgendwas mit Zauberei zu tun hat. Da hat er eine gewisse oder hat diese Gruppe gewisse Vor- und Nachteile und er hat einen Frost-Nachteil. Das heißt, ihr seht hier erst bei einem Basisschaden von minus 10, hätte er diesen zusätzlichen Widerstand nicht, dann wäre er bei noch mehr, wahrscheinlich irgendwo bei so minus 30. Das heißt, Frostschaden kann er nicht widerstehen und wirkt sich im Gegensatz dazu sogar negativ auf ihn aus. Wichtig ist jetzt nochmal rauszufinden, wie sich bei uns Feuerschaden auswirkt und ob wir eventuell uns dort speziell schützen müssen. Das werden wir jetzt auch nochmal machen. Das ist aber immer ganz wichtig, am Anfang der Schlacht mal die Schwächen der Gegner zu analysieren. Und bei uns ist es egal, wir haben überall 27% Widerstand. Von daher
In dem Fall dort auch. Und die haben gar nichts. Okay, passt. So, was hast du? Oh ja, er hat Schockschaden minus 10. Ach, du grüne Neune. Minus 10 und minus 50. Allerdings Feuerresistenz 65. Okay, also von daher haben wir uns hier den idealen Gegner rausgeholt. Und ich würde immer gucken, dass man so in Engstellen geht und guckt, dass man dort Ganze zumacht. Das heißt, wir stellen uns mit dir. Du hattest die geringsten Bewegungspunkte dahin. Dann einmal dahin. So. Die stehen zusammen. Das gibt nochmal einen Bonus. Die können wir schon sichern. So. Du gehst dahin. Nahkampfangriff können wir hier jetzt nicht machen. Das heißt, du gehst einmal dahin. Und du gehst einmal dahin. So, warum stelle ich die so eng auf? Unsere Heldin hat eine Spezialfähigkeit, den Schildwall. Damit kann sie Einheiten in der Kontrollzone, das sind die Felder um sie herum, plus 2 Verteidigung und Widerstand geben. Immun gegen Flankierung. Flankierungen sind auch mächtig. Wir bekommen zum Beispiel hier einen 20% Flankierungsbonus. Also das ist eine Sache, die man nicht nur schätzen sollte. Jetzt müssen wir gucken, ob wir schon angreifen können. Nee. Dann einmal sichern. Einmal Verteidigung Schildwall. Du bitte auch einmal sichern. Und dann hätten wir es, ne? Dann sind wir soweit. Und dann können wir den Gegner gegen unseren Schildwall anrennen lassen. Oh ja, das ist schon mal gut. So, da könnten wir 2 Angriffe fahren. Ja. Ich denke, das sollten wir machen. Einmal dahin. Einmal dahin. So. Ich habe bewusst noch nicht angegriffen, weil ich den Flankierungsbonus nutzen möchte. Und jetzt müssen wir einmal gucken, dass wir möglichst wenig uns bewegen und trotzdem noch treffen. So, warum mache ich das? Der hat ja 3 Aktionspunkte. Und wenn wir einen Aktionspunkt in einen Bewegungspunkt umwandeln und uns bewegen, dann müssen wir das eh machen. Und dann können wir auch das Bestmögliche rausholen. Wenn wir hier hingehen, hätten wir hier eine Trefferchance von 100%. Und hier nur 90. Das heißt, es gibt eine Chance, dass wir nicht treffen. Hier haben wir keine Chance, dass wir nicht treffen. Hier treffen wir ihn definitiv. Und das Ganze auch 2-mal. Bupp und bupp. Sehr gut. So, auch hier nochmal gezeigt. Er hatte, jetzt muss ich mal gucken, 10 Schaden. Und er ist im Verteidigungsmodus mit 3 und knuspert hier 30 ab. Ja, also 10 minus 3 sind in dem Fall 7. Das sind der Schaden, den die hier bekommen haben. Also auch hier, wie ich sagen muss, übrigens wirklich saubere und schöne Spielmechaniken umgesetzt. Macht richtig Spaß, dieses Spiel. So, mit ihm könnten wir jetzt dorthin gehen. Wäre ein 9er Angriff oder wir machen das mit ihr. Das wäre ein 7er Angriff. Gegenschläge 6, das kann sie ein bisschen besser aushalten. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir mit ihm einmal rumgehen und einfach flankieren. Und hier müssen wir jetzt unbedingt hin, dass wir diesen Durchgang zumachen. Einmal dahin. Und einmal verteidigen. Aber wir können nochmal gucken, dass wir uns drehen. Nee, du doch nicht. Moment, ich glaube, wir greifen erstmal mit denen hier an. So. Okay, einmal bitte. Na, verdammt, sie können sie nicht mehr verteidigen. Du auch nicht. Okay, dann hätten wir alles. Wir können noch einen Zauber wirken. Und da müssen wir jetzt genau überlegen, welchen Zauber wir wirken. Denn wir haben ja festgestellt, dass die Einheiten anfällig sind. Ah, er nicht. Schade, nur er. Wir können trotzdem mal gucken, welchen wir wirken. Wir haben 2 Stück. Wir können insgesamt 3 uns hier hinlegen.
Und wir haben einmal den Eissarg, das kostet einmal 15 und 10. Wir haben 30, also wir könnten theoretisch sogar beide wirken. Streben nach Ruhm erhaltet 5 Moral, allerdings nur in einem Einfeldumkreis. Das macht in unserer aktuellen Aufstellung keinen Sinn. Und 10 Frostschaden hat eine Basischance von 90, um gefroren zu werden, mit gefroren belegt zu werden. Fügt bei Misserfolg verlangsamt zu. Das versuchen wir mal. Und dann bitte mit ihm. Jawohl! Und die Einheit ist gefroren. Ah, oh, mega! Sehr gut. Ich hoffe, er kann uns dann erstmal nichts mehr tun. So, du greifst an, ist offensichtlich, klar. Ja, ist doch gut jetzt. So. Mit dir fangen wir an. Einmal dahin und dann sollte die Einheit auch finito sein. Echt jetzt? Zack. Und weg damit. So. Dann gehen wir mit dir einmal dahin. 70%. Ah, das können wir nicht machen. Die Einheiten haben eine Kontrollzone. Wenn wir da reinziehen, dann gibt es ein Problem. Ja, machen wir. Angriff. Wunderbar. Ich würde sagen, mit den Pikinieren erledigen wir ihn. Gut. Sehr gut. Das war der erste Sieg. Jetzt können wir das Ganze erneut versuchen, Wiederholung, aber bis auf ein paar Schäden bei den beiden Einheiten ist ja alles gut gegangen. So, dann haben wir jetzt einen Bonus bekommen und das ist natürlich ein bisschen Mana und die Kugel des Sehens. Zeige ich euch gleich. Wir gehen erstmal hier hin und dann gucken wir uns einmal die Heldenansicht an und die findet ihr bei diesem komischen Symbol hier und dort ist einmal Nerdhilde von Nerd. Ihr habt natürlich auch noch Gefängnis, eine Gruft, ihr könnt auch was rekrutieren, das gucken wir uns aber nicht an. Aber wenn wir bei Nerdhilde, das ist ein edelmütiger Eisen-Nerd oder ein Eis-Nerd und wir können sie mal inspizieren. Und Nerdhilde hat hier ein paar Sachen, die man noch ausrüsten kann. Und unter anderem können wir jetzt hier die Kugel des Sehens hinbringen und das gewährt 3 Sichtweite und Erkennungsreichweite. Wow, das ist echt eine mächtige Sache. Also das ist ziemlich gut. Da können wir mal gucken, was wir damit machen. Auf jeden Fall bringt uns das echt schon mal weiter. Sehr gut. Meine geliebte Nerdhilde. Oh, Kontakt mit dem wissbegierigen Schnittfort, Herzog Cayen de Lagara. Aus der freien Stadt Schnittfort begrüßt dich mit gedämpfter Stimme und Ehrfurcht. Tapfere Nerdhilde. Schnittfort reicht euch vorsichtig die Hand zum Gruße. Unsere Worte sind gleichermaßen Ausdruck von Besorgnis und Freude. Selten trifft man auf jemanden wie euch, aufgestiegen aus den Reihen der Sterblichen, um sich für das eigene Volk einzusetzen. Wohin, fragt man sich, werdet ihr das Schicksal dieses Landes lenken, zum Guten oder zum Bösen? Ja, natürlich zum Guten. Ich meine, wir sind gute Menschen. Wir haben zwar auch ab und an ein bisschen Schattenaffinität, aber das klopfen wir relativ schnell wieder von uns ab. So, wir können uns jetzt unserer Flüstersteine entledigen, möchte ich nicht ganz sagen, aber wir können den ihnen geben, um dort ein paar Boni zu machen. Aber dazu sollten wir am Anfang mal checken, wie er überhaupt zu uns steht. Machen wir gleich. Und wir können dann eventuell in Zukunft Verhandlungen starten und sowas, das sehen wir dann. Weitere Flüstersteine könnten wir übrigens auch bei der Reichsentwicklung bekommen, das zeige ich euch gleich. Das sieht soweit ganz gut aus und das ist die freie Stadtansicht. Hier oben seht ihr die entsprechenden Affinitäten. Hier ist die Stufe der Stadt, die hat momentan die Stufe 1 und eine entsprechende Befestigung von 20 mit dem Befestigungszustand. Und das ist der entsprechende, Held der Stadt und hier unten seht ihr im Prinzip den aktuellen Status. Die stehen plus 100, haben wir schon mal ein bisschen was an Bonus bekommen. Das heißt, wir sind zumindest schon mal in neutralen Beziehungen, das sieht schon mal ganz gut aus. Aber es sinkt natürlich, aber ich würde sagen, Schnittfort liegt hier unten erstaunlich gut.
Ich würde sagen, wir geben den Leuten den Flüsterstein. Du kannst der freien Stadt den Flüsterstein jederzeit wieder wegnehmen. Und dann werden sich durch den Flüsterstein, das kann man sich so vorstellen, dass wir dann auch wirklich mit denen reden, erhöhen sich jetzt die Punkte hier. Und dadurch steigt das an. Kooperationspakt in 6, dann können wir Handel machen und all sowas. Magische Materialien können gehandelt werden. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem, das kommt dann später im Spiel, die magischen Materialien. Da können wir dann eventuell ein Arcanium-Erz bekommen. Das würde uns bedeuten, Rekrutierung von Einheiten sind günstiger. Wir können Arachnoidenblut, warum auch immer wir das brauchen sollten. Aber wir könnten es bekommen, das gibt Kampfzauberpunkte und so weiter und so fort. Und das könnte man dann mal, können wir mal gucken, ob es da eine schöne Sache gibt, die wir hier in unserem Let's Play gebrauchen können. So, jetzt gibt es natürlich eine ganze Menge Monster hier rumgeistern. Und wir werden uns in 2 Runden erweitern. Wir könnten jetzt diese Imperiumspunkte ausgeben, um uns dort ein bisschen zu boosten. Das würde ich allerdings vermeiden. Wir brauchen die auf jeden Fall hier drin. Das zeige ich euch in der nächsten Runde. Da sollten wir das auf jeden Fall erstmal vermeiden. So, was wir machen könnten, wäre die Werkstatt. Das kommt aber in ein paar Runden. Ja. Okay. Gut. Ich denke, dann sind wir soweit fertig und gehen in die nächste Runde. So, dann können wir unsere beiden Einheiten bewegen. Wir wollten ja mit dir... Ich kann erstmal den Weg hier lang gehen. Untergrunddurchgang, auch schick. Unmöglich, ja, das ist mir schon klar. Da kommen wir auch nicht durch. Müssen wir tatsächlich wieder zurückgehen. Na gut. Schade, schade. Okay. So. Eine böse Präsenz lauert in der Gegend. Ein Drachennest ist ein Anblick des Schreckens und der Ehrfurcht und viele ähnliche Gefühle hervorruft, die man in der Gegenwart von etwas Abgründigen und Ursprünglichen haben kann. Egal, ob es sich bei den Bewohnern des Nestes um uralte Drachen aus dem Zeitalter der Riesen oder um junge Wiefern handelt, die Bewohner der umliegenden Länder sollten sich in Acht nehmen oder besser fliehen. Ja, das Problem ist, dass ähnlich wie in Civilization oder Civilization passt eher nicht so. Das ist eher wie in Humankind. Das heißt, die Städte werden hier größer, größer, größer oder diese Nester. Und dann gibt es irgendwann Invasionsarmeen, die versuchen werden, uns auszulöschen. Und das wollen wir natürlich nicht, uns hier auslöschen lassen. Da hätte ich jetzt ein persönliches Problem mit. Dann wäre das nämlich das Ganze hier doch relativ schnell und zeitig vorbei. Gut. Auf jeden Fall ist das eine 1er Stärke, aber da steht schon eine Armee drin, die können wir noch nicht sehen. Okay, gut. Einmal dahin. Jetzt müssen wir mal gucken, in welche Richtung wir weitergehen. Dort vorne, das ist ein ungefährlicher Kampf. Das könnten wir auch machen. Ich würde jetzt aber gerne erstmal dieses Monsterversteck hier entsprechend vernichten, dass eben hier keine Invasionsarmeen rauskommen. Die Natur ist selten gut oder böse, da sind halt irgendwelche Arachnoiden, irgendwelche Spinnen. Und ich denke, die werden wir uns erstmal holen. Aber dazu brauchen wir auf jeden Fall noch den Bogenschützen. Ich möchte die Armee hier definitiv stark haben. Und dann können wir... nein. Abbrechen, da wollen wir nicht weiter rein. Das wird ansonsten die Beziehung zu stark verändern. Dann gehen wir mal hier unten lang und gucken einfach mal, was es hier in Schnittfurt so gibt. So. Dort ist eine Armee. 391. Das sieht doch nicht schlecht aus. Wir können das leider nicht mobilisieren, weil die ja logischerweise noch nicht bei uns sind. Okay, ja gut. Dann können wir hier nicht mehr allzu viel machen.
Und jetzt gehen wir einmal hier oben in die Reichsentwicklung rein und dann kann ich euch mal zeigen, was das hier ist. Also, die Reichsentwicklung ist im Prinzip euer Entwicklungsbaum. Je nachdem, welche Affinitäten ihr am Anfang gewählt habt, habt ihr hier drinne eine Entwicklungsgeschwindigkeit, mit der sich die Äste entwickeln. Das heißt, ihr könnt euch das vorstellen, in der quasi der Ast wächst und die Frucht sich entwickelt. Ja, hier unten sind wir bei plus 6, weil wir halt allgemein sehr stark sind und hier vorne sind wir bei plus 1. Wir haben tatsächlich eine etwas größere Schattenaffinität, das heißt in die Richtung gehen wir mit plus 2 und dann wird sich irgendwann diese Sachen hier eröffnen und das sehen wir dort, das sind in dem Fall in 3 Runden hätten wir zum Beispiel diese Sachen. So, das kann man sich wirklich vorstellen, es ist ein Baum, da wachsen die Äste und da wachsen irgendwann Früchte dran. Und diese Früchte könnt ihr dann irgendwann sehen und abpflücken. Und für das Abpflücken dieser Früchte müsst ihr Imperiumspunkte ausgeben. Und wir können ja mal gucken, hier oben wären wir zum Beispiel schon bei 500 Imperiumspunkte, also das wird relativ teuer. Und mit diesen Sachen schaltet ihr dann weitere Dinge frei, wie beispielsweise Überquerung von Wasser. Das hätten wir hier unten. Das ist so eine einfache Sache. Es war, glaube ich, ne? Genau, einfache Seefahrt schaltet für Einheiten die Fähigkeit frei, an Bord von Schiffen zu gehen. Oder hier vorne hätten wir Zerstörung einer Plage oder Erobern einer freien Stadt gewährt. Anderen freien Städten für 10 Runden 300 Beziehungen und all so eine Sache. Ne? Das kann man sich dann mal angucken, was wir davon insgeheim brauchen. Das Thema würde ich auf jeden Fall schon gerne nehmen. Das ist dann in 2 Runden verfügbar. Und bei den anderen Sachen muss man halt gucken. Gründung übernehmen von Städten dauert 2 Runden minus 2 Runden länger. Also eigentlich 2 Runden kürzer. Minus 2 Runden länger. Das müssen Ingenieure geschrieben haben. Also wirklich. Dauert minus, Moment, hier war es minus 2 Runden länger. Wenn es minus 2 Runden länger ist, dann ist es eigentlich 2 Runden kürzer. Und wenn hier steht, minus 1 Runde kürzer, bedeutet das ja eigentlich, dass es 1 Runde länger dauert, aber dafür weniger Gold kostet. Alter Falter, ey, das ist so, okay, Ich lässt da ja gerne, aber hier ist wirklich bei der Übersetzung, da hätten sie echt mal ein bisschen genauer drauf schauen können. Die ist wirklich nicht allzu gut. Okay. So, du stehst dort. Du gehst einmal dann gleich hier unten lang, beziehungsweise wir können auch hier hinten lang gehen. Du bist auch soweit. Nächste Runde. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir da durchkommen. Mal oben lang, bitte. Oh, Hochhall. Was haben wir denn da entdeckt? Oh, sehr schön. Da gehen wir auf jeden Fall mal hin. Mal schauen, was die haben. Und ob die uns eventuell mögen. Nerdistan kann eine erste Provinz anschließen. Das ist super. Und ich würde gerne mehr Nahrung produzieren, dass wir schneller ankommen. Und da haben wir hier oben in diese Richtung möchte ich natürlich auch. Das möchte ich auch anschließen. Das gibt 5. 5, aber 10 Gold. Na klar, durch die Goldader. Was haben wir hier? Eisenlager. Dann könnten wir das Eisenlager für die Produktion nutzen. Gibt 10 Produktion mehr. Und 7 Nahrung durch die Farm und den Fluss. Und wir würden gleichzeitig den Boost bekommen für die Werkstatt. Und die können wir jetzt mit 44 auch nochmal abschließen. Und dann haben wir sie auch gleichzeitig verstärkt. Die Verstärkung gilt, wenn wir eine Farm haben. Und das sieht doch schon mal ziemlich, ziemlich gut aus. Das waren die Gebäude, die wir noch bauen können. So, jetzt die Frage, was wir als nächstes machen. Und ich würde gerne erstmal weiter das Thema Wachstum boosten. Wobei wir eigentlich auch den Schmied bräuchten mit der Waffenkammer. Hm. 20 Einnahmen durch Einberufung. Rathaus, das ist auch wichtig, weil da brauchen wir 3 Bevölkerung.
Ein Steinmetz ist halt auch nicht schlecht. Ich denke, wir gehen erstmal in Richtung Lagerhaus. Ich hätte gerne am Anfang erstmal ein schnelleres Wachstum, damit unsere Stadt besser wächst. Genau. So, in 2 Runden ist er fertig. Den werden wir aber auch beschleunigen. So, also mal gucken, bis wohin er kann. Er geht nach da. Du gehst da rein. Ja, dann können wir uns auch woanders. Hat das nicht, hätte das nicht gerade geklappt? Achso, ja, das haben wir schon gesehen. Genau. Das ist da unten. Nächste Runde. So, Tag 5 bricht an. Einmal da rein. Und jetzt kommen wir genau bis davor. Dann machen wir das. So, einmal dahin und in der nächsten Runde, wenn wir dann angreifen, wir sind bei 340, sind alle ja, ganz gut dabei. Ich denke, wir werden noch mal ein, zwei Runden aussetzen und erst bei 190, das sollte eigentlich klappen. Okay, gut. Das haben wir immer noch gesehen. Dankeschön. Und wir sind bereit zum Zaubern. Frostpfeile. Das sind die Sachen, die ich gesagt habe. Wir können das jetzt wirken lassen. Ihr seht, dass wir können jetzt hier ein paar Sachen ausgeben. Einmal 80 Mana und 80 Weltzauberpunkte, Weltkartenzauberpunkte. Und das dauert dann 2 Runden. Für physische Fernkampf-Standardangriffe verzauberter Einheiten gilt. Plus 4 Frostschaden und -2 physischen Schaden. Und das ist wieder die Frage. Sind die Einheiten, das gilt für unsere Fernkampfeinheiten, sind die Einheiten oder ist das sinnvoll? Das können wir uns bei dem Monsternest mal angucken. You have selected a unit and opened the unit panel. This panel shows the details on a unit. Echt, habe ich das zum ersten Mal gemacht? Faszinierend. Einheitenversorgung wird um 5% reduziert. Oh, die ist bei Frostschaden relativ gut. Plus 19. Auch plus 19. Verderbniswiderstand. Die hat plus 0. Das heißt, da könnten wir voll angreifen. Da macht das nicht allzu viel Sinn. Für dieses Wildschwein hätte es, glaube ich, noch ein bisschen Tuck mehr Sinn gemacht. Wie sieht es denn überhaupt mit unseren Drachen aus? Ich kann mir gut vorstellen, dass die bei Eis eventuell ein paar Probleme haben. Ja, minus 27, top. Plus 10. Minus 19, genau. Also bei denen können wir mit unseren Eigenschaften besser punkten. Da würde es sogar Sinn machen, wenn wir diesen Zauber einmal wirken vorher. Das dauert 2 Runden, dann greifen wir an. Und dann sollten wir auch in der Lage sein, mit dem Eiszauber ein bisschen mehr Schaden zu machen. Sehr gut. So, dann haben wir aber die nächste Forschung verfügbar. Und tja, schwierig. Zusammenstehen, was den verursachten Schaden erhöht, wenn sie näher beieinander stehen. Gewährt 2 Sichtweite auf der Weltkarte. Das ist super. Alle Einheiten der feindlichen Ziele erleiden 20 Frostschaden. Wow. Ich muss sagen, diesen Schneesturm finde ich auch sehr passend. Das, glaube ich, ist im Anbetracht der aktuellen Situation bei uns nicht so wichtig. Wir machen mal den Schneesturm. Das dauert zwar alles noch ein bisschen länger, aber ich glaube, das ist momentan die bessere Idee. So. Du gehst einmal da lang, bitte. Und mit einem Kontakt mit den verschwenderischen Katzenhochadel. Es ist erfreut, Magistratin Vania, Sonnensucher. Ich bin erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. So. Wir haben keinen Flüsterstein, die wir ihnen geben können.
Ja. Die sind bei 3 Ordnungsaffinität auch nicht schlecht. Gut. Dann gehen wir einmal da unten lang. Auch hier werden wir nicht reingehen. Wir können wieder zurückdackeln. Und dann möchte ich einmal hier rumgehen und gucken, was sich da hinter befindet. So, da. Da ist ein Nexus. Das ist ziemlich gut. Aber da können wir momentan noch nichts machen. So, wann gibt es hier den nächsten? In 2 Runden. Sehr schön. Und dann werden wir jetzt die Runde beenden. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, das Let's Play macht euch Spaß. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Macht's gut. Bis morgen. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.